Happy Birthday, Profil. Und weil du schon 40 Jahre alt bist, sind alle deine Freunde da, um dir zu deinem Jubiläum persönlich zu gratulieren. Erstmal ist das Profil 40 Jahre alt. Ich kenne sehr viele Menschen, die dort arbeiten und deswegen bin ich hier. Dem Profil kann man und muss man die Ehre geben, wenn sie 40 Jahre alt geworden sind. Ja, schließlich lässt er sich ja auch ganz gut Kontakte knüpfen. Nicht wahr, Frau Treichelstück? Da bricht man schon mal gern ein Interview ab. Große und wichtige Zeitschriften. Moment, ich muss der Hausherrin schnell. Ja, ein bisschen Bussi-Bussi muss sein. Sogar für den Bundespräsidenten, auch wenn er später noch etwas anderes vorhat, ließ sich Heinz Fischer die Einladung des renommierten Magazins nicht entgehen. Ich habe eine korrekte, professionelle Zusammenarbeit und habe die Einladung gerne angenommen und werde in 10, 15 Minuten dann in die Oper gehen und mir die Bohème anschauen. Ja, da will Kulturministerin Claudia Schmidt natürlich auch hin. Dennoch ist vorher ein bisschen Networken mit der Medienbranche angesagt. Für mich ist die Zusammenarbeit mit den Medien ganz, ganz wesentlich und entscheidend. Ich bin ja immer wieder in doch heftigeren Konfliktthemen und da ist die öffentliche Meinung ganz entscheidend. Tja, schließlich wäscht eine Hand die andere und gute Beziehungen zu Journalisten sind in der Politik natürlich Gold wert. Die Medien würde es zwar geben, auch ohne Politik, aber es würde ein wesentlicher Bestandteil fehlen, aber umgekehrt, die Politik braucht die Medien. Ja, das weiß der Gastgeber Christian Rainer, Profilherausgeber seit 12 Jahren, nur zu gut. Wir pflegen ein korrektes, offenes Verhältnis mit Politikern und das wird respektiert. Es sind ein paar Leute nicht da, da handelt es sich eher um die Wiener Landesregierung. Die sind böse auf eine Geschichte, die wir vor 2 Wochen geschrieben haben. Das ist eher das Bemerkenswerte. Dass es in der Geschichte um die Wien-Wahl geht, ist nicht schwer zu erraten. Und journalistische Unvoreingenommenheit hin oder her. Christian Rainer hält mit seiner politischen Meinung auch nicht hinterm Berg. Ja, aus journalistischer Sicht steht uns ein brutaler, grauenhafter Wahlkampf in Wien bevor. Ein Wahlkampf, in dem die eine Seite einen xenophoben, bösartigen Wahlkampf führt. Und danke Sozialdemokratie in Wien. Häupl und sein Team einfach gegenhalten. Ich habe da überhaupt noch nichts gehört, das irgendwo nachgiebig wäre und diesen verhetzenden, fremdenfeindlichen Thesen des Herrn Strache irgendwo nachgeben würde. Danke, Häupl, und ich glaube, es wird sich auch auszahlen. Tja, so viel Profil hat seine Meinung. Ja, und bei so einem rauschenden Fest kommt sogar die Konkurrenz gerne vorbei. Verleger Christian Mucher und Frau Ekaterina waren jedoch mit ihren Outfits ein wenig die schwarzen, weißen Schafe unter den Gästen. Weil uns die Profilredaktion mitgeteilt hat auf meine Anfrage, dass heute festliche Abendkleidung angesagt ist. Etwas, was nicht einmal der Herr Profilherausgeber anhat, aber es stimmt ja nicht immer, muss ja nicht immer alles stimmen, was im Profil steht. Tja, den Seitenhieb konnte er sich jetzt wohl doch nicht verkneifen. Doch wie auch immer, wenn eine Zeitschrift 40 wird, hat sie Respekt verdient. Und natürlich eine ziemlich ausgelassene Party. Happy Birthday.